Bin in Frankfurt aus dem Zug gefallen, bin ganz blöd gefallen und linke Fuß, Bluterguss, rechter Arm, Bluterguss. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Freunde der Sonne, es geht weiter mit Staffel 12. Wir haben ja 5 Jahre hinter uns bereits. Vielleicht bist du jemand, der vom ersten Jahr, von der ersten Episode aus immer dabei war. Und ich freue mich, dass es weitergeht. Ich habe es schon mal erzählt, wenn ich immer aus diesen Pausen komme, aus diesen Staffelpausen, dann ist es manchmal so, wie wenn man mit dem Joggen wieder anfängt. Man hat gar keinen Bock. Obwohl es wirklich Spaß macht und ich mich sehr, sehr freue, die Macht der Worte, den Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört, zu haben und auch zu hosten. Und ich könnte mir fast nichts Schöneres vorstellen. Doch, das Schönste wäre eigentlich, das hauptberuflich zu machen. Aber da fehlen mir einige Gelder und Supporter und vielleicht hätte ich auch ein wenig Angst davor, wenn das irgendwie mein Hauptberuf wäre. Weil dann hat man ja keine sicheren Einnahmen, sondern immer nur halt den Verlass auf die Leute. Drum könnte ich nie Missionar werden. Also für mich wäre das immer ein bisschen schwierig, mich auf Leute zu verlassen, dass die monatlich irgendein Geld zahlen. Unterstütze selber auch keine, die sollen arbeiten gehen, die faulen Hunde. Nein, Spaß. Aber ja, ein bisschen ist Wahrheit dabei, ne? Ich denke mir da, wenn du Missionar bist in Deutschland und sagst, du machst hier irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden in der Woche irgendwas, dann denke ich mir so, ja. Und die anderen 20 Stunden könntest du irgendwie arbeiten gehen. Naja, vielleicht hört ihr es, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich habe irgendwie alles mitgenommen, was man an Krankheiten haben kann. Nee, das ist übertrieben, aber ja, irgendwie die Nase zu wie Sau und irgendwie habe ich schon mal Bein verdreht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte das schon zweimal, für die, die es interessiert. Ja, mein Bein ist irgendwie kaputt. Ich laufe an Krücken. Was ist, weiß keiner. Ja, falls ihr beten wollt für mein Knie, haut doch schnell ein Gebet raus hier. Herr, macht den Mann wieder gesund. Außer ihr glaubt nicht an Heilung. Dann bitte schaltet aus. Nein, Spaß. Bleibt bitte dran. Genau, weil wir haben interessante Themen. Ja, was ist sonst noch so zum Rückblick? Ich glaube nichts. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Highlight. Ich weiß nicht, klar, dieses Michael und Steve Comedy-Ding war ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Auf Spotify kann man Fragen stellen und da stelle ich heute, also für diesen Podcast, für diese Episode, stelle ich die Frage, wie fandet ihr eigentlich die Comedy-Show? Und dann könnt ihr abstimmen und schreiben, mach's bitte nie mehr oder ja, ausbaufähig oder halt hier, ich habe mir ein Loch in den Schuh gelacht, habe ich mir da. Genau, okay. Ja, wir fangen an mit der 182. Episode und für dich, falls du bis hierher gehört hast, erstmal Respekt. Die, die den Podcast abonniert haben und kennen, die wissen, ich rede am Anfang ein bisschen, was mich bewegt und was mich ein bisschen beschäftigt. Und dann kommt aber auch die Episodenübersicht und die kommt natürlich jetzt. Und zwar haben wir immer noch Tim zu Gast, Tim Sauter, FEG-Pastor aus Herzogenaurach. Er spricht mit mir über Einheit und wir diskutieren so ein bisschen, dass man sich ja dann die Meinung anlesen kann, also wenn ich das jetzt so richtig ausdrücke, anlesen kann für manche Dinge, die man nicht so sieht. Also sagen wir mal, die Wand ist grün, aber du liest ein Buch, dass deine Wand blau ist und du liest es dann und dann glaubst du, die Wand ist blau. Da reden wir ein bisschen drüber, dass wir einheitlicher gehen und miteinander Hand in Hand. We are the world! Ja, genau. Da haben wir Tim Sauter bei uns, dann Michael und Steve. Wir reden über ja, den Einsatz in Gemeinde und was es kostet. Und da wird es ein bisschen sentimental.
Michi wird da ein bisschen gefühlsvoll, aber das macht gar nichts. Das ist ja ganz gut so. Dann haben wir unsere Hauskreisgruppe, nenne ich es jetzt mal im Podcast, und zwar mit Alex, Nadine, meiner Frau Elida und ich. Und wir reden über Konflikte bzw. Konfrontation und wie man die konfrontiert. Und jetzt gehen wir so ein bisschen, eigentlich ein bisschen Bibelthema, aber ich finde, als Christ hast du gar keine Wahl, dein Leben mit der Bibel abzugleichen. Und wenn du das nicht machst, dann ja, denk mal drüber nach, ob du es vielleicht machen solltest oder ob manche Sachen in deinem Leben komisch laufen, weil die nicht abgeglichen sind mit dem Wort Gottes. Weil Wort Gottes ist immer noch das Beste, was es gibt, ne? Dann haben wir Wilhelm Bunz. Ich habe euch ja schon auf die Folter gespannt und ich habe es mir doch nicht nehmen lassen, sage ich mal, diese Episoden auszustrahlen, dieses Interview auszustrahlen. Es geht erstmal nicht um diesen Fall, ich nenne ihn mal der Fall Wilhelm Bunz. Sein Bruder hat sich gemeldet über YouTube. Das kann man nachschauen, wenn man der Bibelraucher Wahrheit, glaube ich, eingibt und dann kommt ein ähnlich aussehender Mann wie Wilhelm Bunz und vom Sprechen her, ich würde fast sagen, fast 1:1, vom Sound her und aber auch vom Dialekt. Genau, und da rede ich mit Wilhelm Bunz in 2 Wochen. Jetzt fangen wir erstmal an, dass wir ein bisschen so zurückschauen, was Wilhelm Bunz eigentlich erlebt hat. Ich hatte ihn ja, ich glaube, alle 2 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Nee, das geht gar nicht. Alle 1,5 Jahre, sage ich jetzt mal, dass er bei mir zu Gast war. Ich meine, es war 3-mal, Wilhelm hat gesagt, es war 4-mal, aber ich glaube, wir haben uns auch ab und zu getroffen, während ich nicht meine Sachen dabei hatte zum Aufnehmen. Deswegen vielleicht, keine Ahnung, aber vielleicht wisst ihr, wie viel Mal der Wilhelm Bunz da war. Was auch natürlich schön ist, dass wir mit Wilhelm Bunz wieder anfangen, weil er hat ja auch irgendwie mit mir diesen Podcast gestartet. Also gestartet heißt jetzt nicht, er hat ihn angefangen oder so, aber er war der erste Gast und so nach 5 Jahren, könnte man sagen, ne, das passt eigentlich. Also wenn man so den Tonus behält, alle 2 Jahre Wilhelm Bunz zu Gast, das geht schon mal. Das ist interessant, ich habe mit ihm telefoniert, wie es so weiterging, da ja sein Buch vom SCM Verlag herausgenommen worden ist. Aber da erzähle ich euch dann in 2 Wochen ein bisschen mehr, weil jetzt muss man auch ein bisschen auf die Folter spannen, ne? Ist ja klar. Gut, dann sind wir eigentlich rum mit der Episode, also beziehungsweise stehen am Anfang davon. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst und viel Spaß bei der Episode 182. Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben uns gerade darüber Gedanken gemacht, neben der Aufnahme, Tim und ich, ab wann misst man eine Person, die würdig ist, getauft zu werden? Ja. Und oder auch Glaube. Ja, und wir haben gesagt, es ist ganz schön schwierig und haben irgendwie um Antworten gerungen. Und wir haben uns jetzt aber natürlich nochmal informiert und mittlerweile haben wir alle die Antworten. Genau. Und die wollen wir jetzt einfach nochmal vortragen. Genau, Tim. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte gelöst. Endlich, Steve. Also heute passiert genau. In Herzogenaurach. Das wird genannt das Konzil von Herzogenaurach 2023. Wir müssen Theologiestudenten ab jetzt lernen. Genau. Dann trag's doch mal vor. Ja. Römer 10, Vers 9. Die allermeisten kennen die Verse in- und auswendig. Sind, glaube ich, sehr wichtig. Also nochmal auf die Frage, wann ist jemand in Christus? Weil wir sind ja so drauf gekommen, wir haben gesagt, Christ zu sein bedeutet, in Christus zu sein. Mhm. Und ich glaube, das sind gute Anfangsverse. Wenn du also, heißt es in Vers 9, mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, und man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt werden. Genau, also da ist natürlich dieses Vertrauen ein sehr wichtiges Wort. Jetzt haben wir ja auch neben der Aufnahme kurz drüber geredet, über einen Fall, der ein bisschen entfernt von mir ist, wo ich kenne, da glaubt eine Person zum Beispiel nicht, dass Maria die Jungfrauenempfängnis heißt es so. Ich kenne mich da nicht aus mit der katholischen Kirche. Bestimmt, ja. Also halt, dass Maria als Jungfrau eine Mutter geworden ist. Jetzt steht aber hier drinnen, steht es gar nicht, sondern einfach nur, dass Gott Jesus auferweckt hat. Also könnte ich tatsächlich sagen, dass mit Heiligen Geist überschattet Maria ist Quatsch, aber ich glaube, dass Gott Jesus auferweckt hat.
Oder? Weil da steht es ja. Ja, 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 ja. Also die Qualifikation hier in diesem Text ist sehr gering, würde ich sagen. Das stimmt. Ja, also wenn du glaubst, dass er auferstanden ist und ihn als Herr bekennst, also das ist nicht viel. Aber wir Christen wollen immer ein bisschen mehr, ne? Ja, also ich merke schon so hier. Wir wollen die Latte ein bisschen höher setzen. Ja, ja, ja. Also tatsächlich, das ist vielleicht ein interessanter Fakt. Das griechische Wort am Schluss hier nochmal, also jeder, der ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt werden. Ich habe es jetzt gerade in Griechisch vor mir, aber ich nehme mal stark an, dass da wie sehr, sehr oft dieses Wort Pistis dahinter steht. Und Pistis kann in drei verschiedenen Arten übersetzt werden. Das eine ist Glaube. Und also wer an ihn glaubt, und so wird es ja oft übersetzt. Und wenn du dieses Glauben nimmst, dann ist es ja so, auf Englisch sagt man a mental ascent. Also du, wenn du im Prinzip sagst, ich kann da mental, gedanklich Ja dazu sagen. Mhm. Also ich glaube an die Jungfrauengeburt. Mhm. Ich sage in meinen Gedanken Ja, da also das ist passiert. Also da passiert einfach was gedanklich, ja. Mhm. Das ist oft wie vor allem fundamentale Christen, ich würde sagen, Glauben identifizieren. Das heißt, du musst einfach Ja sagen zu diesem Doctrinal Statement. Du musst Ja sagen zum apostolischen Glaubensbekenntnis, würde ich übrigens auch sagen. Du musst Ja sagen zur Jungfrauengeburt, zur Unfehlbarkeit der Bibel und so weiter. Also das sind ja so diese Punkte. Und dann kannst du das natürlich, also wenn du das jetzt nur als was rein Kognitives machst, was Kopf liest, dann kannst du natürlich gut sagen, ja, okay, hier sind die Sachen, an die du genau alle glauben musst. Und wenn du da einen Haken dahinter setzen kannst, dann bist du ein Christ und dann bist du gerettet. Mhm. Das ist aber nur eine Bedeutung von diesem Wort Pistis. Eine weitere Bedeutung ist Vertrauen, wie es hier ja auch übersetzt wird. Also Vertrauen ist ja was ganz anderes. Das ist ja ist nicht was ganz anderes, aber ist viel mehr. Mhm. Vertrauen ist, wenn ich, also da brauche ich natürlich auch dieses Mentale. Ich glaube, dass mein Papa mich auffangen kann, so dieser Trustfall oder wie auch immer. Ja. Aber es ist auch dieses Fallen lassen. Also okay, das eine ist, jetzt glaube ich das, denke ich daran, lasse ich mich auch fallen, also vertraue ich dem auch. Also das ist eine zweite Bedeutung, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Also nochmal dieses, kann ich Gott einfach mein Leben anvertrauen, vertraue ich, dass er es gut macht und dass er es gut meint und dass sein Leben mein Leben sein kann. Und genau, das dritte ist, und es ist auch ganz spannend, in Englisch wird es so übersetzt mit Allegiance. Also man kann ja man pledged die Allegiance. Genau, the Pledge of Allegiance. Helf mir mal kurz mit der deutschen Übersetzung hier, Steve. Du bist doch hier Deutsch-Amerikaner. Aber wir haben doch Hörer, die können das doch. Also, Anglizismen sind doch deren Steckenpferde. Also, dann machen wir uns einfach mit Du redest und ich denke drüber nach. Ja, okay, dann machen wir uns einfach mit Allegiance weiter. Also tatsächlich, wenn im Griechenland damals zum Beispiel, wenn es ein neuer König gegeben hat, dann wurden die Bürger aufgerufen, Pistis in den neuen König zu haben. Und das bedeutet, natürlich ist das wieder dabei, ich glaube, dass er tatsächlich der König ist und rechtmäßig so, ich nehme das an in meinen Gedanken. Da ist jetzt dieser Vertrauensaspekt weniger dabei wahrscheinlich, vielleicht auch, dass ich vertraue, dass er so mein Land sicher hält und sowas. Aber vor allem geht es darum ja zu sagen, ja, ich werfe mich dem unter, ich ordne mich dem unter, ich zeige es mit meinem Leben, dass er mein König ist. Also das ist tatsächlich ein ganz interessanter dritter Aspekt, über der gerade in evangelischen Kreisen auch nicht so oft geredet wird über dieses Allegiance, weil wir natürlich dann sofort Angst haben, dass da Werksgerechtigkeit mit reinkommt. Ja. Ist auch richtig, dass wir davor Angst haben irgendwie, weil dann würdest du ja sagen, also wenn du dieses Allegiance zu weit treibst, dann würdest du ja sagen, ja wirklich an Gott, Pistis in Gott zu haben, bedeutet, dass du ihm mit deinem Leben König, also ganz König sein lassen musst. Das heißt, wenn du dann jetzt gehst und was Schlechtes tust, dann sagst du ja im Prinzip, hey, ich hab jetzt wieder Allegiance für jemand anders oder sowas. Das heißt, dann bist du da draußen so ungefähr. Also und da kommt dann dieses Werksgerechtigkeit drin. Aber trotzdem finde ich das interessant und einfach nochmal diese drei Dinge zu beleuchten, was auch gedacht werden kann oder in verschiedenen Kirchen gedacht wird, was es bedeutet, Christ zu sein oder Pistis zu haben. Genau. Darf ich was sagen zu Pistis? Sag's mal. Pistis. Und zwar habe ich früher in einer Metalband gespielt. Mensch! Und wir haben... da warst du aber noch in Adam, oder? Da war ich, nee, da war ich schon in Christus. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall gab es da die Band Pistis, I-H-A, in Him Alone.
Und lustig, weil die kamen auf die Bühne, es war Jesus House und es war eine Hardcore-Band. Also wir waren nur Metal, die waren Hardcore. Sehr cool. Und dann kamen die auf die Bühne mit der Erklärung, wir heißen Pistis und haben nichts mit Pissen zu tun. Wollte ich nur mal sagen, geil. Kann ein Insider vielleicht werden. Also wie macht man denn super hard Metal, christliches? Kannst du mir da mal eine Strophe vorsingen oder sowas? Ich kann es einspielen. Ich spiele was ein hier vielleicht, wenn ich Okay. Ja, also, ja. Aber ich kann jetzt hier nicht rumschreien, Tim. Da ja, fallen dir die Ohren aus dem Kopf. Alles gut. Alles gut. Ich sage das nur immer so in unserer Gemeinde, dass es mir wichtig ist. Also zum einen, dass wir so ein volles Pistis haben in das Wort Gottes und in die auch, ich glaube, dass in der Kirchentradition einfach sehr viel Gutes passiert ist und gelehrt worden ist, natürlich auch Negatives, aber dass wir einfach in der Tradition der Christenheit ganz tief verankert sein wollen. So. Mhm. Und gleichzeitig, dass wir sagen, mir ist es wichtig, dass wir modern sind, dass wir Lieder spielen, die du auch im Radio hören könntest zum Beispiel. Und, ich sag das dann immer dazu so, ich darf das eigentlich nicht nur jetzt sagen, wo mir halt so die typischen christlichen Lieder gefallen mit Bethel und Hillsong und sowas, sondern ich muss das theoretisch dann auch, wenn jetzt in 20 Jahren die Jungen auf mich zukommen und irgendwas ganz Verrücktes mögen, also jetzt so House Music oder sowas, wir wollen Techno-Lobpreis. Ja. Also mein Ziel ist, dass ich dann offen bin in 20 Jahren und sage, die Jugend will Techno-Lobpreis, lass uns mal Techno, ich weiß nicht, was denkst du darüber als Lobpreiser? Also ich bin erst einmal schocken, dass du überhaupt noch Bethel und Elevation hörst. Ich höre halt nicht so auf die Texte, sondern nur auf die Melodie. Weiß ich nicht, es gab früher in Nürnberg gab's christliche Techno-Diskos. Ach, tatsächlich. Ja, und das fand ich nicht schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nicht, ich bin sowieso mehr traditionell, also wenn ich bei dir Lobpreis gemacht habe, war immer mindestens ein Oldschool-Lied dabei. Ja, ja. Deswegen könnte ich das, bei Techno kannst du ja auch nicht gescheit mitsingen. Ja. Oder nicht? Aber braucht man das? Wer mit dem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt. So, das stimmt natürlich. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber du hast gesagt, du hast noch eine andere, nicht nur dieses Pistis-Ding oder dieser, was in Römer 10 stand, sondern du hast noch eine andere. Genau, also wir reden ja gerade eigentlich über Einheit mit Christus. Wir sind jetzt nur so ein bisschen abgeschweift. Und ich würde gerne wieder zurückkommen, weil dieses Einheit mit Christus, und das finde ich, das passt relativ gut zu unserer Diskussion jetzt rein, wird in theologischen Kreisen als Mystica Unio oder Unio Mystica beschrieben. Also Unio als Union, als Einheit mit Christus und Mystica natürlich als Mysterium irgendwie, als was Geheimnisvolles, könnte man auch sagen. Und ich finde es schon auch sehr gut und sehr spannend. Also auf Englisch sagt man da tatsächlich immer, gerade der Mystizismus, Mysticism, fängt an mit dem Wort Mist und hat ein I, also ein Ich in der Mitte und hört auch mit Schisma, also Trennung. Mhm. Und da wird dann immer gesagt, ich weiß nicht, was tut ein Mystizismus in dir emotional, wenn du das hörst? Das ist alles andere als christlich. Ja, okay. Ja. Also denke ich mir. Ja, okay. Ja. Es gibt ein Buch von Ted Decker, habe ich gelesen, Der Mystiker. Mhm. Und da wurde erklärt eigentlich, dass der gerade den Draht zu Gott hatte. Mhm. Also auf interessante Art und Weise. Ja. Wurde von Gott benutzt, aber eigentlich für mich, wenn ich das höre, denke ich mir, halt Abstand davon. Ja, als kann Christ. Ich nachvollziehen. Ja. Also, aber es ist total spannend, weil es auch so ein Wort ist, das mit so vielen Konnotationen eben belegt ist. Mhm. Schweizer zum Beispiel, Theologe, der sagt immer Christus Mystizismus zu der Lehre von Einheit mit Christus. Also Mystizismus ist ja immer irgendwas, wo wir auch schon in Griechenland, wo wir eine Einheit und Beziehung und sowas mit Gott haben. Und so ist eben dieses Christus Mystizismus die Lehre von unserer Einheit mit Christus. Okay. Also in diesem Sinne wäre es dann gar nicht so negativ belegt. Das stimmt, ja. Sondern auch christlich. Aber ich finde es auch, ich deute da immer gern auf zwei Extremen hin, die wir haben, wenn wir so diese Lehre zum Mystizismus haben auch. Oder einfach auch die Lehre zum Geheimnisvollen vielleicht, die ich so in der Kirche mitkriege. Also ich denke immer, da gibt es die eine Extreme, so das ist das aufgeklärte Selbst. Also wo wir sagen, wir sind rational und wir wollen kein Geheimnis oder irgendeine Mystik oder sowas. Wir können denken und wir haben unsere Glaubensstatement und wir glauben noch an die Bibel und da ist doch alles irgendwie
irgendwie klar. So dieses Statement, das auch oft gemacht wird, in der Bibel steht ganz klar. So. Und ich habe das vor 3 Wochen schon gesagt, umso mehr ich die Bibel lese und umso mehr ich lerne, umso mehr merke ich eigentlich, dass gar nicht so arg viel so klar in der Bibel ist. Also umso weiter du eintauchst, ohne jetzt zu sagen, dass, also natürlich glaube ich, dass die Bibel mit uns kommuniziert und dass wir wirklich auch Erkenntnisse bekommen aus der Bibel. Also ich will das gar nicht, aber vieles, was man denkt, ist so klipp und klar, umso, also ich habe über ein Thema, mit dem ich mich mal länger beschäftigt habe, habe ich eine ganz klare Meinung gehabt, bis ich 6, 7 Bücher drüber gelesen habe und einige Podcasts drüber angehört habe und jetzt sage ich, boah, jetzt weiß ich auf einmal nicht mehr, wo ich da stehe. Genau. Also genau, dieses Bibel ist doch ganz klar, wir brauchen nur die Bibel und wir brauchen jetzt irgendwie was Mystisches oder sowas. Also Mystizismus ist ja oft abwertend dann auch, so verschwärmerisches oder religiös überhöhtes Verhalten auch. Und ich würde sagen, so leben viele unserer Christen gerade, man könnte sagen, so fast in einer entzauberten Welt, wo nichts mehr Geheimnisvolles und Besonderes, also bei dir in der charismatischen Welt ist das vielleicht, du magst es immer nicht, wenn ich sage, ja, sorry. ist okay. Ja, ich glaube, da hat man das noch viel mehr und Menschen finden das auch irgendwo attraktiv, dieses, also da passieren Wunder und da gibt es eine Zungensprache oder wie auch immer. So für mich, FEG, so wir sind rational, wir sind Denker, wir sind Bibel, so unsere Gottesdienste sind so trocken wie irgendwie nur möglich, so ungefähr. und dann denken wir so, genau, das ist was Christliches, so trocken und intellektuell und sowas. Und ich fordere immer wieder meine Leute raus, so es gibt mehr als nur das Trockene. Sonst gibt es eben auch Erfahrung und Geheimnis und Mystisches, genau. Und dann gibt es natürlich auch die andere Extreme. Die andere Extreme, die machen wir nächste Woche. Was ich mir noch gefragt habe, du hast ja gesagt, du hast zu einem Thema eine bestimmte Meinung gehabt und hast dann ein paar Bücher gelesen und dann war es nicht so, ne? Wir heben das jetzt als Cliffhanger auf für nächste Woche. Mir ging das so mit der LGBTQ-Community und ich finde aber, wenn du dich mit etwas füllst, also wenn du, meine Meinung ist, das ist nicht, es ist jetzt meine Meinung, okay, ja, liebe Hörer, es tut mir jetzt leid, aber meine Meinung ist, das ist nicht biblisch. Und das finde ich so auch nicht. Aber es ist so viel Einfluss, auch von christlichen Seiten. Wenn du auf Instagram gehst, irgendwie jeder zweite christliche Kanal ist pro. Und irgendwann kommst du so ein bisschen ins Straucheln. Und jetzt meine Frage, die wir nächste Woche beantworten. Kann es nicht sein, dass es gibt ja auch falsche Meinungen. Ich will jetzt nicht sagen, doch, also ich persönlich bin immer noch davon mittlerweile wieder mehr auf dem sicheren Weg, dass die Bibel da nicht dafür ist. Also das heißt nicht dagegen, ne? Gott liebt jeden, aber das ist Sünde wie Pornografie schauen, das ist Sünde wie jemanden umbringen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wenn man kann sich ja mit Sachen beschäftigen, die pro LGBTQ sind und die auch Argumente haben, die mich vielleicht überzeugen, aber kann das nicht sein, dass wir dann vielleicht das Falsche konsumieren? Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Ja, wir hatten letzte Woche das, du hast uns erzählt, deine Begeisterung rübergebracht von Evangelisation und was es ausmacht. Und dann habe ich erzählt, dass ich deine Tochter ein bisschen herausgefordert habe. Weißt du noch, was das war? Nein. Also es stand hinten an der Ecke bei einem Kleiderladen, standen 3 Leute, alle 3 waren Raucher. Ja. Und dann habe ich zu deiner Tochter gesagt, ihr sollt nicht rauchen, ihr sollt brennen. Das war für Jesus. Dass sie das sagen soll? Ja. Okay. Hat sie was gekriegt? Bekommen dafür? Schoko-Ei. Von den Hunden, die übrig geblieben sind. Ja, und die hat er lange rumgetan, aber die hat sich dann getraut. Und die hatte erst Angst, dass, warum auch immer, Frauen Angst haben, dass Männer sie schlagen auf der Straße oder anschreien. Und deine Tochter hatte halt Angst, dass jetzt die da angeschrien wird und bescheuert. Oder beschimpft wird oder irgendwas. Genau. Ja, genau. Und danach war sie total... Ah, du, sind das diese 3, die jetzt immer zu uns in den Gottesdienst kommen? Schön wär's. Leider nicht. Aber ich fand es lustig, dass sie das gemacht hat. Mhm. Wollte danach das zwar nicht mehr machen, dann, weil ich hatte die anderen Aufgaben, ja, da fallen dir viele ein. Tausende fallen mir da. Das glaube ich, ja. Was hältst du davon, wenn man jemand jetzt nicht evangelisieren will, sondern einfach nur Tulpe geben will und dem hinterher rennt? Ich sag's mal so, zum Zuschauen ist das was sehr Schönes. Ja. Genau. Und
oft entsteht so eine Atmosphäre an so einem Stand. Mhm. Und ich glaube, wenn diese Atmosphäre generell von allen, die da mitmachen, eine positive ist, dann schwappt es über. Ja. Das habe ich schon oft bemerkt. Auch zu den unbeteiligten Leuten, die vorbeikommen. Ja. Und das trägt natürlich zur positiven Atmosphäre bei. Genau. Ob die Person, die jetzt gerade verfolgt wird, die kriegt es vielleicht nicht mehr so mit der positiven Atmosphäre und hat einfach Angst. Ja, das kommt immer darauf an, ne? Wer hinterher rennt und ob es ein Mann ist oder Frau. Das kommt darauf an. Und meine Erfahrung mit dir, Steve, ist, dass das manchmal die Leute total mögen und mit lustig sind. Und es ist ja Samstag früh, das ist auch gut. Da haben die Leute sind ein bisschen entspannter, als wenn sie von der Arbeit heimsausen. Mhm. Also manche finden das auch nett. Und wenn du das dann hinterher rennst und dann noch in den Fahrradkorb reinwerfen. Aber einige wenige finden das schon auch blöd, weil sie das sich nicht akzeptiert fühlen in ihrem klaren Nein, ich möchte das nicht. Und da ich ja jemand bin, der auch ein Grenzüberschreiter ist und gern auch mal Leute nicht akzeptiert, bin ich da genau richtig. Bist du genau der Richtige dafür. Aber all die anderen, Polizeiautos, Busse, Taxis, Menschen mit einem Fahrtberechtigungsschein wegen Gehbehinderung und was weiß ich, wenn du von der Stadt Schwabach, wenn du alle schon aufgehalten hast am Marktplatz, die fanden es wirklich immer alle gut. Ja, das stimmt. Post natürlich, Post. Ja, das stimmt, aber die sind ja auch im Tag. Was auch eine gute Aktion ist, das haben wir früher mit der Jugend gemacht, war an Weihnachten Kekse verteilt. Ja. Irgendwann war es dann ein wenig blöd, weil, also ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt da jemand Kekse selber backt, weiß ja nicht, ob der Nike gespuckt hat. Mhm. Vor allem, wenn die Kinder haben. Also was da schon mal salzige Bröckle drin rum. Naja, aber das ist heutzutage mit den ganzen Allergien. Ja, genau. die Allergien. Ja, wir haben, doch, es sind ein paar hängen geblieben, ne? Ich glaube, ein Ehepaar mit 2 Kindern. Ja. Das war schon mal nicht schlecht. Aber ist das so das Ziel oder wollen wir einfach nur cool sein und ein wenig auf der Straße? Weil ich finde, wir machen das viel zu wenig. Ja, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, weil du jetzt sagst, wollen wir nur cool sein und auf der Straße, das heißt cool sein. Aber ein Part, vielleicht ein Viertel, also 25%, finde ich, ist schon auch für uns. Also deshalb machen wir es nicht. Aber es tut auch uns gut. Allen, die dabei sind, tut das gut. Und für alle in der Regel ist es ja gutes Gemeinschaftsgefühl. In der Regel gehst du selber erbaut nach Hause. Mhm. Die meisten sagen, sie bereuen es nicht. Sie sind froh, dass sie es gemacht haben, obwohl sie keine Lust hatten. Mhm. Also das ist schon auch was. Aber wir machen es eigentlich nur nicht, aber vielleicht 75% einfach, damit Menschen zu Jesus finden. Mhm. Oder auch Menschen, man betrifft auch viele Leute, die mal nah bei Gott waren. Ja. Und die wieder einen Anstoß bekommen und idealerweise auch zu uns in die Gemeinde oder woanders hin wieder gehen. Aber eigentlich geht es darum, das oft, weil ich habe ja lange Jugendarbeit gemacht und manchmal war es schon so, dass die Kinder gesagt haben, hey, gehst jetzt wieder weg, Papa. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wir müssen doch die Menschen in den Himmel bringen. Das mache ich nur, damit Leute in den Himmel kommen. Okay. Und da muss ich ja gleich wegen heulen, aber das ist auch immer wichtig. Warte, irgendwas traurig. Wie war das nochmal mit dem Himmel? Ja. Da habe ich gesagt, ich mache das nur, das muss ich machen, damit die Menschen in den Himmel kommen. Ja. Das ist so wichtig. Und das ist, hoffe ich, dass mir das meine Kinder nicht übel nehmen, aber dass es ihnen im positiven Sinn hängen geblieben ist. Und falls du jetzt auch gerade Tränen in den Augen hast, es ist sehr schön. Ja. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. So, wir waren letzte Woche mit dem Bibelvers Matthäus unterwegs. 5:23-24. Sehr gut. Und wir sitzen immer noch in unserer Viererrunde. Ich stelle jetzt nicht jeden vor. Wen es interessiert, letzte Woche können wir nochmal nachhören. Ich würde gerne weitermachen mit Bibelverse, weil ich finde, es ein interessantes Thema ist, dieses zwischenmenschliche Ding. Also wir sind ja in der Beziehungskategorie und manchmal verführt mich das immer nur an Liebe, Sex und Zärtlichkeit zu denken, aber wir haben ja auch Beziehungen zu anderen Leuten auch noch in unserem Leben und die wahrscheinlich häufiger oder mehr als mit einem Ehepartner, ja, je nachdem. Aber in Johannes 1, im 1. Johannes 4 steht, Johannes 1, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und
Also wir sind ja bei dem Thema Konfrontation. Das heißt ja nicht, wenn ich jemanden konfrontiere, dass ich den gleich hasse. Mhm. Das ist ja einfach. Manchmal steckt ja manche Leute oder Evangelisten sagen ja auch, wenn die das Evangelium, das ganze Evangelium mit Sünder und Bekehrung und dann entweder oder predigen, dass manche sagen, das sind so Hasspredigen. Hm. Und viele sagen dann, nee, das ist eigentlich aus Liebe, weil ich würde es dir nicht sagen, würde ich dich nicht lieben. Gibt es ja diesen Spruch. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das erzählt habe, fand ich aber super. Weil es gerade mein Gedanke war. Echt? Nee, ja, doch. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich habe auch drüber nachgedacht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, es hat auch was, Nächstenliebe hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Ja. Und wie ehrlich du auch zu dir selber bist, so ehrlich kannst du auch zu anderen sein. Und wenn du das als Fürsorge dir gegenüber und dem Fürsorge dem anderen gegenüber siehst, dann kann man das so stehen lassen, wie du es gerade gesagt hast, dass das mit Liebe zu tun hat, wenn du jemand anderen konfrontierst, weil du ihn schützen willst, weil du ihn höher achten willst als dich selber. Jetzt will ich mal noch mal einen Ball in die Runde werfen. Du hast gerade gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Könnte man auch sagen, so wie du dich selbst konfrontieren kannst, kannst du auch andere konfrontieren? Ja, so. Mit der Wahrheit oder mit was auch immer? Ja. Alex? Ja, das kommt immer drauf an. Okay. Wie, ja, man, es ist immer, es ist, ich finde immer einfacher, andere zu konfrontieren. Ja, das finde ich auch. Ja. Weil ich finde immer, wenn man dann sagt, ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und wenn du dann auspackst, um jemanden zu konfrontieren, dann musst du natürlich auch bereit sein, das auch einstecken zu können, was er dann eventuell hat. Weil es kann schon mal, denke ich, auch ein Auslöser sein, wenn du jetzt sagst, ey, weißt du was, man, deine Nase passt mir eigentlich schon ewig nicht und. Mhm. Dann kann das ja auch auf Gegenseitigkeit beruhen, weißt du. Und dann sagt der auf einmal und dann kommt es immer darauf an, wie stark dann eigentlich du bist. Darf man, wenn man konfrontiert wird, zurückkonfrontieren, was ich interessant finde, weil wenn Elida und ich uns konfrontieren oder erhitzte Gespräche haben, ist, dass ich manchmal, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das auch machst, aber wenn die Elida mich konfrontiert mit meiner Nase, drehe ich so, dass mir die Elida ihre Ohren nicht passen. Okay. Also das, das ist jetzt nicht so, es klingt so manipulativ. Ja, vielleicht Manipulation. Ist das auch. Aber ich, ist jetzt nicht immer so. Aber halt, dass wenn die Elida mit einem Ding kommt, wie zum Beispiel du staubsaugst nicht, dann komme ich mit dir, aber du leerst ja auch die Beutel nie aus vom Staubsauger. Und dann ist sie eigentlich schuld. Also es ist jetzt einfach nur... Ja. Das ist dann, ich weiß, was du meinst, ja. Die Elida ist müde. Ja, ich bin sehr müde. Aber ja. Aber ich finde auch das mit Liebe deinem Nächsten, ich finde, da ist eine große, meine Empfindung, eine große Lüge in unsere christlichen Kreise gekommen, weil es immer dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selber, man soll sich zuerst lieben und dann kann man andere lieben. Und ich muss sagen, ich halte es für großen Schwachsinn, das habe ich im Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt, weil der Satz vorher oder der Vers vorher sagt ja, du sollst Gott mit ganzem Herzen lieben. Und ich meine, also das ist meine Überzeugung, wenn du Gott mit ganzem Herzen liebst, dann kannst du andere so lieben wie dich selber, ohne dass du dich an erster Stelle stellst. Ja. Also ich weiß nicht, ob in der Bibelschule das so war, ein Beispiel mit im Flugzeug fallen ja erst die Masken, die sollst du dir erst aufziehen, damit du dann anderen helfen kannst. Und das verstehe ich im Physischen, aber ich glaube, im Geistigen ist das ein bisschen umgekehrt, weil ich glaube, und klar muss man auf sich irgendwie achten, aber ich glaube, wenn deine Quelle die Liebe Gottes ist, die ja die Quelle der Liebe ist, dann hast du so viel Liebe, dass du deinen Nächsten lieben kannst und nicht erst dich zuerst lieben kannst. Ja, wie Jesus halt, ne? Die Menschen gesehen. Ja, und der hat auch nicht gesagt am Kreuz, wisst ihr was, heute gerade keinen Bock auf den dritten Nagel. Ja, aber am Anfang, wenn du vor Gott stehst und konfrontierst wirst mit seiner Liebe, siehst du ja auch erstmal deine Schuld. Und ich glaube, wenn du erstmal mit Gott ins Reine kommst, da musst du deinen Makel auch vor Gott
zugeben und du musst dich mit dir selber auch vor Gott versöhnen. Du musst dich mit anderen versöhnen, aber auch mit dir selber. Mhm. Und ich glaube, aus dem raus resultiert die Nächstenliebe. Wenn du Gott liebst und dich reflektieren lässt und spiegeln lässt und daraufhin auch deine Fehlerhaftigkeit siehst, kannst du mit anderen auch ganz anders auf andere blicken. Das stimmt. Ja, ich glaube aber, in Gemeinden wird es oft so verkauft, dass es quasi, jetzt kümmerst du dich erst einmal um dich und dann um den Nächsten. Und man muss das lernen, sich um sich zu kümmern. Aber das Problem ist, oder das Ding ist, dass egal wer von sich oder von der Gruppe ein Foto macht, die erste Person, die du auf dem Foto anschaust, bist immer du. Wie schaue ich aus? Man kümmert sich immer zuerst um sich selber. Deswegen glaube, also ich persönlich glaube, dass Jesus das gesagt hat, pass mal auf, so wie du dich um dich selber schon eh kümmerst, kümmere dich am besten auch um deinen Nächsten so. Und nicht so mit, du musst, Alex, du musst jetzt schauen, dass du ins Fitnessstudio gehst und fit bist und gut ernährt bist und dann kannst du dich um deine anderen kümmern. Finde ich persönlich, weiß nicht. Mhm. Ja, aber es ist auch so, wenn es dir selber nicht gut geht, dann wie willst du den anderen helfen, dass es ihnen gut geht? Aber wenn wir nach der Nadine gehen, wenn ich mich reflektiere in der Liebe Gottes und im Licht Gottes, dann muss es dir, das behaupte ich jetzt einfach sehr steil, dann muss es dir gut gehen, weil du gehst zu der Quelle des Lebens, zur Liebe und was als nicht, dass du davon gefüllt wirst, kann dir passieren. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ja, aber das hat doch auch was mit Identität zu tun und mit Reife. Am Anfang rennst du natürlich und bist du das heilige Kind vor Gott und der Beste und der Schönste. Mhm. Und da sind wir ja bei der ersten Liebe, ja, und du könntest die ganze Welt umarmen, aber irgendwann wirst du konfrontiert, auch von Gott. So, und ich finde, Christsein alleine in deinem Wohnzimmer mit der Bibel ist ganz einfach. Aber wenn du dann konfrontiert wirst mit deinem Gegenüber, dann siehst du auf einmal, dass du gar nicht so heilig bist, wie du dir das alleine in deinem Wohnzimmer vorgestellt hast. Und dann fängt der Prozess an. Und dann gehört es auch mal dazu, auf andere zuzugehen und zu sagen, du, mein Herz passt an der Richtung überhaupt nicht. Ich habe total negative Gedanken gegen dich. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Wollen wir uns mal zusammensetzen und reden? Ja, aber das fehlt uns ja. Also ja, das sollten wir machen. Nach dem Spruch, Eisen schleift Eisen. Ja. Ja. Dass wir uns schleifen. Aber ja, ist Schleifen eine Konfrontation? Ich finde... Nein. Du jetzt gröbst. Na, Elite. Ich. Nein, aber warum ist Schleifen keine Konfrontation? Hast du das gesagt? Ja. Warum? Ja, weil ich meine, wir sind ja auch dazu angehalten, uns weiterzubringen gegenseitig. Aber Konfrontation bringt dich ja weiter. Ja, aber ich würde jetzt nicht alles direkt als Konfrontation bezeichnen. Ja gut, vielleicht drück ich jetzt das falsche Wort aus. Aber halt... Austausch. Ja. Oder, naja, aber ein Eisen, das schleift ja. Also quasi da entsteht Hitze und Reibung. Reibungshitze. Siehst du, so kenne ich sie aus. Auch ja mal. Ist der Messler da haben. Als alter Schlosser. Habe ich auch, ja. Ja, aber ich finde ja trotzdem, ist das für das Messer am Reibeisen ja unangenehm eigentlich. Also wenn das jetzt Gefühle hätte, würde ich sagen, das ist jetzt nicht so. Ja gut, aber wenn wir das jetzt so sehen, ne, dann ist der Anfangseffekt ist vielleicht unangenehm, aber das Ergebnis danach ist ja quasi messerscharf. Ja richtig, das meine ich ja. Aber und so denke ich, dass es ja auch mit Konfrontation ist. Ja. Und aber ganz kurz noch. Und ich finde jetzt zum Beispiel... auch eine Konfrontation sich selbst gegenüber, aber zu dem anderen. Jetzt bleiben wir mal bei Nadine und mir, dass wenn ich sage, die Nadine ist komisch oder was kann ich sagen, was dich nicht verletzt? Egal, komisch passt schon, oder? Also es ist jetzt nicht, das ist einfach nur hypothetisch. Okay. Konfrontiere mich, indem ich die Nadine damit konfrontiere. Also quasi sage, Nadine, pass auf, es tut mir echt leid. Irgendwas habe ich, wo ich denke, du bist komisch. Ist ja eigentlich eine Eigenkonfrontation, weil ich stelle mich da der Nadine mit offenem Herzen hin und die kann mir jetzt entweder ins Gesicht spucken oder mir die Hand geben und sagen, pass auf, dann arbeiten wir dran, wir treffen uns mal auf einen Kaffee oder so.
Ja, aber wenn man das jetzt so jemandem sagt, dann finde ich, das ist völlig in Ordnung. Also das ist kein Angriff unter der Gürtellinie. Krass, und ich würde da voll... Ja, echt? Aber schaut ich mal... Ich würde nicht einfach hier... Ja, lass uns darüber reden, ich wäre voll... Der Kleine. Okay, danke, ja. Wenn jetzt so einer zu mir kommt und sagt, Mensch, ey, Alex, sei irgendwas, ne, ist da zwischen uns, sag ich, du musst mir sagen, was dir nicht passt. Ne, weil das ist so, finde ich nicht dramatisch halt. Weil ich meine... Mit D. Dramatisch. Aber denk doch mal drüber nach, wie hat das Jesus mit der Frau am Brunnen gemacht? Mhm. Ey, da hat ihr ja links und rechts eigentlich alles um die Ohren gehauen. 7 Männer, oder? Mhm. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und aber sie ist total konfrontiert worden. Mhm. Und war auch sauer, ne? War sie sauer? Ja. Also oder war neutral? Ich weiß nee, die ist doch zurück ins Dorf gegangen. Ja, und war ja, total dann überglücklich. Ja, ja na, sie war erstaunt. Sie was weiß er alles? Was weiß aber er alles? Am Anfang war sie so scheiße. Ja, definitiv, rein, was er eigentlich nee, will. Wir schauen jetzt gleich Chosen, dann sage ich so. Ja. Wer hatte sie? War es nicht so, so ein bisschen, hallo, warum redest du mit mir? Du bist hier. Ja, aber wegen den kulturellen Unterschieden. Ja, aber da war es schon. Weil sie Samarierin war. Aber letztendlich hat Jesus sie komplett. Von Anfang an komplett mit ihrer Schuld konfrontiert und ihrem Makel, ihren Fehlern. Und sie ist aber letztendlich ist sie tanzend ins Dorf und hat die Wahrheit erkannt, wurde frei in dem Moment und ist losmarschiert. Ja gut, ne? Aber ich meine, das war immer noch Jesus, der ihr da die Augen geöffnet hat. Aber ja, wer lebt in dir? Ja, eben. Warte, wo ist es? Da muss ja schnell raus, oh Mann, alles kaputt. Ja. Ja, Jesus lebt in uns. Amen. Genau, und wir, Amen. Und wir dürfen auch konfrontieren. Ja, und der andere wird dadurch frei. Ja, also ich würde es mir wünschen, der Steve hat es mir jetzt in den letzten Podcasts immer gesagt, aber ich würde mir mehr Mut wünschen, dass man mir das sagt, hey Nadine, an der und der Stelle, das passt voll nett, oder denk da nochmal drüber nach, hey, was ist das für eine Chance, aber wir machen da alle einen Eiertanz und wir können den anderen da jetzt irgendwie aber wenn man sich das wirklich aus Liebe zum Herzen nimmt, dann kannst du das für dich ergreifen, weil jemand so ehrlich zu dir selber, zu dir ist und dir sagt, hier, das passt nicht und du hast die Möglichkeit, dich zu verändern und zu Jesus hin sich zu verändern. Also ich... Ja, mich interessiert ein bisschen, warum du meine, also super formulierte, demütige Konfrontation gesagt hast, dass das dich stören würde. Was nochmal? Ich habe die Nadine jetzt als Beispiel genommen, wenn ich sie konfrontiere. Ja. Und du hast gesagt, das würde dich voll nerven. Mhm. Warum? Also weil man hat ja, also ohne dich jetzt irgendwie bloßzustellen, aber man hat ja Charaktere, die empfindlicher sind als andere. Mhm. Und dann kannst du das denen, aus jahrelanger Erfahrung kann ich das sagen, denen gar nicht so recht machen. Also wenn du die konfrontierst. Weil jetzt nicht jeder ist wie der Alex, der sagt, okay, verstanden, schauen wir mal, was dann da wird. Ja. Sondern wie du gehst heim, gehst zu deinem Ehemann und sagst, pass mal auf, der Kasper hat... Geh mal dahin und mach ihn. Genau, stampfen mal nieder. Aber was ist bei dir da? Ich weiß nicht. Oder bei Leuten wie dir? Das klingt mir gemein. Ja, heißt, nee, was ist das hochsensibel? Keine Ahnung, Mann. Kann das es sein? Ist einmal Familie, ich kann jetzt einfach Schuld, I can just blame it on everything else. Aber es ist auch meine Familienkultur. Ja, ja. Klar, es ist Prägung. Es ist Ultra-Prägung und in meiner Familie haben wir nie über Emotionen geredet. Okay. Also gute Emotionen oder schlechte Emotionen, alles einfach steril, alles. Und dann ist schwierig natürlich, ja gut. Dann ist einfach schwierig mit diese Emotionen umzugehen. Und solche Familien wird es jetzt nicht hier in die Färöerinseln allein geben, sondern halt massig. Die gibt es überall. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Meine Damen und Herren, es ist bereits zweimal geschehen und es wird meiner Meinung nach dem Kollegen, der gegenüber von mir sitzt, das vierte Mal, glaube ich schon, eine Trilogie geben.
oder eine Vierlogie. Vor mir sitzt Wilhelm Wunz. Hallo Wilhelm. Grüß dich. Hi. So, und wer unseren Podcast kennt, der kennt dich auch, weil du warst unser allererster Gast und mit dir ist quasi der Erfolg gekommen. Ui. Also du bist die goldene Kuh, auf die ich jetzt setze. Genau. Die gemolken wird. Schön. Genau, du bist gerade bei mir in der Gegend und wir haben uns das nicht nehmen lassen, uns zu treffen und ein bisschen über ein paar Sachen zu reden, die aufpoppen. Zum einen will ich dich fragen für den Hörer auch, wie geht's dir denn, Wilhelm? Jetzt wieder besser. Ich hatte ja einen Unfall. Aha. Bin in Frankfurt aus dem Zug gefallen, bin ganz blöd gefallen und linke Fuß, Bluterguss, rechter Arm, Bluterguss. Jetzt hier, wo ich gerade bin, ist die erste Tour wieder seit meinem Unfall. Okay. Aber es geht mir gut. Ja? Ja, ja. Also warst du dann im Krankenhaus oder war das einfach nur... Nee. Einfach daheim. Ausruhen, bis ich wieder richtig laufen konnte. Jetzt springe ich wieder wie ein Hirsch. Also das ist dann, vielleicht hört es ja jemand, wo du an einem Abend da gewesen wärst und es wurde abgesagt. Also das ist quasi der Grund für deine Absage. Ja, ja, genau. Dass du da rausgeflogen bist. Ja. Wie ist denn das passiert? Hast du die Treppe nicht gesehen? Du doch, pass auf, ich nehme öfters Laptop mit und so weiter, weißt du, und da ist mein Koffer und Tasche wahnsinnig schwer, weißt du, und dann will ich in den anderen Zug steigen, nach Celle hoch, mhm, und dann kommt der Oma mir entgegen, ach, die Oma lasse ich raus, und lauf rückwärts und verfehle die Treppe. Okay. Und fall dann rückwärts und hinter mir stand eine Mutter und die hatten so einen Wagen und die hatten oben so ein Gestänge. Mhm. Und ich fall mit dem Fuß, mit dem Arm auf das Gestänge drauf. Gell. Okay. Aber da war ein Arzt gleich da und der hat mir gleich den Rücken untersucht, da war alles gut. Und da hat er mich gefragt, was ich denn vorhab. Und dann sagt er, ich muss dringend nach Celle, ich habe heute Abend einen Vortrag. Dann sagt er, das geht nicht, fahren Sie gleich heim. Mhm. Ich sage, das geht nicht, ich habe heute Abend einen Termin. Und dann sagt er, was ist denn wichtig, Gesundheit oder Termin? Okay. Und er hat mich überzeugt. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, anderweitig, wann haben wir uns das letzte Mal, du warst glaube ich letztes Jahr in Nürnberg, ne? Kann das sein? Ich glaube, das sind schon 2 Jahre her. Echt? Ja. Glaube ich, weiß nicht mehr. Müsste 2 Jahre schon her sein. Gibt es da so ein paar Geschichten, die passiert sind in den letzten 2 Jahren, wo du sagst so, die sind schon ein wenig erzählenswert? Du, es gibt eine Geschichte zum Beispiel, da hat mich eine Mutter angeschrieben, mhm, ob ich nicht auch für ihren Sohn beten kann. Und sie würde gerne ein Buch von mir haben. Und der Junge ist hochgradig psychisch kaputt gewesen, gell? Durch Drogen und so weiter. Gell? Und ich habe dann gebetet, habe ihm das Buch geschickt. Und ich bekam jetzt so Mitte des Jahres einen Brief von der Mutter. Mhm. Am Sohnemann geht's wieder gut. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Mhm. Und das Psychische ist momentan ganz gut unter Kontrolle zum Beispiel. Das baut mich auf. Das gefällt mir. Ja. Da hast du recht. Wie viel hast du getourt 2022? Ich kann das Kilometer zählen. Okay. Kilometer, pass auf. Ich habe mir letztes Jahr mal die Mühe gemacht und habe nur mal die Kilometer aufgeschrieben, wo ich mit dem Zug gefahren bin. Yeah. Und ich war bei knapp 350.000 Kilometer. Wow. Also kann man sagen, in der Woche so 3-4 Touren. Mhm. Das ist dann immer deutschlandweit oder bist du jetzt auch ein bisschen draußen? Schweiz. Aha. Und jetzt natürlich, das Buch ist ja nicht nur auf Deutsch, das gibt es ja in 6 Sprachen inzwischen schon. Okay. Und jetzt für dieses Jahr sind jetzt Einladungen da nach Serbien, nach Kroatien, nach Slowenien, in Tschechien, nach Italien, mhm, Frankreich, Belgien. Also jetzt wird der Radius größer. Ja. Juckt es dich manchmal auch nach Österreich eingeladen? Du darfst ja nicht mehr rein, glaube ich, ne? Du? Oder ist es aufgehoben? Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. ich weiß nicht, ob ich dir schon mal im Podcast erzählt habe, dass ich das Hoffnungshaus mit unterstütze in Stuttgart. Mhm. Und die Leiterin ist eine Österreicherin. Und deren Bruder ist Rechtsanwalt. Mhm. Und der guckt jetzt mal beim Gericht, mhm, ob es denn keine Möglichkeit gäbe, weil ich bin ja jetzt schon über 40 Jahre entlassen, mhm, ob es keine Möglichkeit gäbe, dass ich doch nach Österreich rein darf. Okay. Ich habe also die Hoffnung, dass ab nächstes Jahr
die Grenze für mich aufgeht. Sehr schön. Was ich interessant fand, gestern Abend hast du schon wo gesprochen hier in der Gegend und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Du hast ja 14 Jahre bekommen mit Verwahrung danach. Mit Sicherheitsverwahrung. Sicherheitsverwahrung. Ja, ja. Und bist hier rausgekommen und bist jetzt trotzdem, sage ich mal, auf der Liste, wenn du Mist baust, dann ist ein bisschen Mist für dich. Ich habe, pass auf, die hätten mich nicht entlassen dürfen. Aber die haben mir jetzt diese Sicherheitsverwahrung auf lebenslängliche Bewährung. Das heißt aber nicht Bewährung in der Fachsprache. Mhm. Das ist Sicherheitsverwahrung. Moment, wie heißt das jetzt? Das ist nicht Bewährung, sondern, wie nennt das denn sich an? Was schaut er mal? Eieiei, wie heißt das? Ich werd alt. Die Führungsaufsicht, so. Okay. Die lebenslängliche Führungsaufsicht. Ja. Das heißt, am Anfang, wo ich entlassen worden bin, musste ich mich jede Woche melden bei der Polizei. Mhm. Als die gemerkt haben, das geht gut, dann nur noch alle 4 Wochen. Und das letzte Mal habe ich mich gemeldet bei der Polizei 1989. Okay. Die vertrauen mir. Ja. Aber wenn ich jetzt was machen würde, beispielsweise ich hau da auf die Nussen auf und du gehst zur Polizei, bin ich weg. Da gibt es gar keine Verhandlung. Mhm. Dann trete ich meine Sicherheitsverwahrung an für die nächsten 10 Jahre. Okay. Mhm. Also, das ist, da haut doch keiner rein. Aber okay. kommst du manchmal, nicht bei mir, aber bei anderen in die Gefahr, dass, gut, was weiß ich, ob du jetzt noch Leute schlagen würdest, aber dass du manchmal an dem Punkt bist, wo du sagst, so jetzt. Du, ich sag dir ganz ehrlich, nein. Nein. Also ich kann mich, das stimmt. Ich kann mich nicht erinnern seit 1990, dass ich mich jemals wieder aufgeregt habe. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Mhm. Sicherlich brodelt mal was in einem, weißt du? Mhm. Aber weißt du, ich habe gelernt, bevor es richtig blubbert, gehe ich ins Gebet. Und sage, du musst mir jetzt ganz ruhig machen. Mhm. Weil das überfordert mich jetzt und nicht, dass ich irgendwas mache, was nicht richtig ist. Halt mir ganz fest, bis der Anfall vorbei ist. Okay. Du hast gestern auch erzählt, dass du dich mit deiner Frau kaum streitest. Oder nie streitest, hast du, glaube ich, gesagt. Wir haben noch nie gestritten. Jetzt sag mir mal die 5 Geheimnisse. Oder was war, also ist es da genau dasselbe Prinzip, bevor du streitest, gehst du ins Gebet, weil du bist ja auch nur ein Mensch. Hätte ich jetzt einmal gesagt, so wie ich das kenne. Oh ja. Weißt du, ich war schon mal verheiratet, gell? Und da gab es viel Streit. Weißt du, und nachdem ich die Anita kennengelernt habe, hat Anita und ich gebetet miteinander. Und ich habe gesagt, hä? Wenn wir wirklich heiraten wollen und sollen, wenn es sein Wille ist, dann bewahr uns davor, zu streiten. Mhm. Sicherlich gibt es Diskussionen. Ja. Ich hab seit morgen wieder da Anita gesagt, Anita, ich bewundere dich. Dann sagt sie, wieso? Ich wollte mit mir nicht verheiratet sein. aber der Herr hat seinen Segen auf die Ehe gelegt. Und jetzt gibt es eine Uneinigkeit. Mhm. Weißt du, man diskutiert darüber. Das ist völlig normal. Und manchmal gibt es auch keine Einigung. Mhm. Auch das kommt vor. Mhm. Obwohl ich es gern habe, dass man mir recht gibt. Gell? Verstehst du? Und wenn wir dann keine Einigung haben, dann gehen wir getrennt ins Gebet. Ja. Und suchen das Angesicht Gottes und sagen, Herr, guck mal, du siehst so und so sieht es aus. Wir können uns da nicht einigen. Herr. Wie ist denn richtig? Wie sollen wir es denn machen? Egal was. Und ich muss dir ehrlich sagen, über 90% hat Anita recht. Mhm. Weißt du, und wenn ich mal, dass bei mir was hochkommen will, ich habe es gestern gesagt im Vortrag, da gibt es die Bibelstelle, ihr Männer, liebet eure Weiber, so wie Christus die Gemeinde liebt. Mhm. Weißt du, und wenn ich daran denke, sie ist doch für mich das Kostbarste. Ist ein Juwel, weißt du? Da trampel ich doch nicht drauf rum. Mhm. Weißt? Und dann, wenn was kommen will, sag ich, du musst mich jetzt ruhig machen. Da will was kommen.
die Bibel sagt an einer anderen Stelle, wenn ihr mal zornig seid, aber sündigt nicht. Ja. Herr, ich will nicht einmal zornig werden. Mhm. Und ich sag dir, ich hoffe, gut, ich bin jetzt knapp 70, ich hoffe, die nächsten 50 Jahre geht auch noch ohne Streiten. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich dir auch. Ja, aber ich muss da ehrlich sein. Ne? Also, was habe ich nicht begriffen? Meinst du, mir fehlt dieses Ding, dass, wenn es schon hochbrodelt, dass ich zu Jesus gehe? Bevor es hochbrodelt. Ja. Wenn du merkst, es blubbert was. Ja. Irgendwas kommt in dein Herz rein, was nichts mehr mit Liebe zu tun hat. Wenn du das merkst, dann geh ins Gebet. Okay. Bevor es aufkochen kann, weißt du? Ja. Weil du weißt, ein Wort ergibt das andere, dann wird es immer lauter. Ja. Weißt du, und was ich so schlimm finde, ist, wenn sich liebende Ehepaare dann mit Schimpfwörtern beschimpfen. Mhm. Du Depp. Ja. Du Arschloch, egal was, weißt du? Mhm. Das finde ich so schlimm. Ja, das stimmt. Also, das finde ich auch, und da bin ich froh, dass meine Frau und ich diese Regelung haben, nicht so weit zu gehen. Genau. Ich frage mich trotzdem, also wie das geht, ne? Weil ich finde schon, ich muss sagen, ich will nicht sagen, ich glaube es dir nicht, aber für mich ist das so schwer zu begreifen. Also wenn. Aber ich ruf mal weg mal irgendwann mal an und fragst du mal. Mach ich. Sagst du, du willst erzählen, ich habe noch nicht gestritten, das stimmt. Ja. Aber ist es dann so, dass du dann auch nicht konfrontierst oder ihr euch nicht konfrontiert? Was meinst du mit konfrontiert? Wenn zum Beispiel, wie schaut denn dein Bett aus? Kannst du das bitte das nächste Mal, wir haben doch gesagt, wir räumen es auf, ja. Kannst du das machen? Das sage ich ja, wenn ich dran denke. Nee, pass auf, da haben wir auch eine Arbeitsteilung. Ja. Weißt du, das ist schon ein heißes Thema, weißt du? Jetzt gehen wir mal von der christlichen Welt aus, gell? Mhm. Und der Paulus sagt, der schreibt im 1. Korinther 11 über die Hauptesordnung. Mhm. Verstehst du? Und so wie Gottes Haupt von Christus ist, ist Christus das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Verstehst du? Und viele meinen nun, ich bin der Herr im Haus. Ja. Und das stimmt nicht. Mhm. Pass auf, der Mann ist der Gebende. Mhm. Die Frau ist die Empfangende. Mhm. Vor Gott sind beide gleichwertig, aber nicht gleichartig. Ja. Und wenn du in die Sprüche hineingehst, Sprüche 31, und liest einmal, für was die Frau zuständig ist, in dem Moment, wenn du das Haus betrittst, hat deine Frau das Sagen und nicht du. Aber du bist die geistliche Abdeckung für deine Frau. Ja. Die geistliche Abdeckung. Weißt du, und ich habe was gelernt, weißt du? In meiner Ehe ist es so, ich bin das Haupt. Ja. Und meine Anita ist der Hals, wo das Haupt dreht. Mhm. Weißt du was? Weißt du, in dem Moment, wenn eine Frau sagt, ich will, das geht nur um die geistliche Unterordnung, nicht um die natürliche Unterordnung. Gell? Mhm. Und wenn wir das mal kapiert haben, ist das Eheleben Paradies. Ja. Aber das habe ich auch lernen müssen. Mhm. Ja. Beziehungsthemen mit Wilhelm Bunz. Jetzt hast du aber was gesagt, was in unserer heutigen Zeit ja sehr kontrovers ist. Du hast gesagt, also du hast zwei Geschlechter nur aufgezählt und auch Rollen verteilt, ja. Was ja Sexismus vielleicht sein könnte und sonst was. Stößt du manchmal mit deiner Meinung oder deinem Bibelverständnis an Grenzen, beziehungsweise stoßen andere bei dir an Grenzen, wo du sagst, so kann es gar nicht sein? Wir leben ja heute in einer Zeit, es gibt, glaube ich, 72 Geschlechter. Ja, habe ich auch irgendwas gehört. Ja. Irgendwas gehört. Also, ich wollte, vielleicht kann ich nächstes Jahr dann zum Bürgermeisteramt gehen und sagen, ich will jetzt ein Jahr Papagei sein. Zum Beispiel. Als Beispiel. Weißt du, für mich gibt es einfach Mann und Frau. Mhm. Jetzt gibt es das Thema Homosexualität, als Beispiel. Ja. Ich sage da, kein Homosexueller sucht sich raus, homosexuell zu sein. Mhm. Und wenn der sagt, ich liebe, sagen wir, der Emil sagt, ich liebe den August, dann ist die Liebe hundertprozentig da. Mhm. Ja. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Nur, was ich von meinem biblischen Verständnis nicht verstehen kann, dass wir das nun
segnen als Trauung. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich habe auch nichts gegen Transgender oder wie sie alle heißen. Habe nichts dagegen. Ja. Aber wir dürfen als Christen, wir müssen als Christen uns trotzdem an das halten, was die Bibel sagt.